Genau, und jetzt kommen hier Schlafräume hin. Ich habe jetzt hier eben, müsste ich die nochmal rausnehmen, ne? So, hier kommt noch so eine Art Aufenthaltsraum hin mit den Werkstätten. Hier kommen Schlafräume hin. Und wenn das nicht reicht fürs Erste, dann unten sind ja vier Betten, sechs Betten. Das müsste eigentlich erstmal reichen. Ich mache hier natürlich auch wieder die schönen Bürostühle. Ich sollte vielleicht erstmal den Boden legen. Moment. So, hier kommt eine normale Tür. Naja, eine Glastür. So, dann ist das nämlich mit Glastür zu. Da hinten ist auch zu. Und hier machen wir auch. Das kommt weg und dafür machen wir dort eine. Oh, na gut, hätte ich lassen können. So, das ist doch gut. Ist hier noch so eine Art Vorraum. Oh, hier fehlt eine Waffe. Oh, wer kommt denn da? Das könnte Cricket sein. Ich muss mal Cricket Hallo sagen. Vielleicht haben wir noch was zu verkaufen. Ups, das Speichern genau. Ja, tot, tot, alle tot. Hallo, wo seid ihr denn? Ihr kommt nicht an eure Sachen, ne? Wartet mal, ich mache das mal weg da. Könnt ihr euren Platz wieder einnehmen? Ist vielleicht sogar besser, ne? Doch wieder weg. Jawohl. So, Cricket, ich suche schon mal was raus für dich.
kann die Waffe nicht verkaufen, außer das. Die Rohrzange, die Schlagringe, die Planken bringen auch nicht viel. Ja, doch. Immerhin. Die Machete, die Planke mit Klinge, mit Stachel. Okay, das verkaufen wir ihr und dann können wir ihr die Kleidung verkaufen. Oh, da haben wir einiges. Oh. Vielleicht kann ich Ihnen etwas davon Nee, abnehmen. muss nur bis zu Cricket. Hi. Cricket, stehst du auf dahinschmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Ja, lass mal sehen. Zeig mal, was du so hast. Einen Teil von jedem großen Kauf gebe ich für winzige Bäume aus, die ich dann zu deinen Ehren in die Luft jage. Ach, du hast ja auch wieder nur 335, aber du hast elektromagnetische, den nehme ich dir schon mal ab. Die Fusionskerne, ja, müssen wir gleich mal gucken. Warte mal, was hast du an Fusionskernen? Moment. Ja, wir haben ein bisschen was verloren. Fusionszellen nehme ich dich haben. Ah, die Kerne sind immer noch so teuer. Blei hat sie. Blei, Federn, Zahnräder. Wie sieht's denn da aus? Blei, oh ja, Blei sollten wir vielleicht schon mal ruhig kaufen. Was willst du haben? Immer teuer, aber. Und das ist so unser erstes nachgekauftes jetzt. Und Zahnräder, wie schaut's da aus? Moment, haben wir gleich. Zahnräder, da auch, die nehmen wir auch. Die sind aber so teuer. Federn sind mir auch zu teuer. Plasmakartuschen. Wir hatten noch eine Plasmawaffe, ne? Die war doch eigentlich ganz gut. Wo haben wir die eigentlich gelassen? Oh, hoffentlich ist die nicht verkauft. Gib mal her. Granate, neun Raketen. Splittergranaten. Nee, die können wir selber machen. Ich meine, dass wir die selber machen können. Ach, wir kaufen, nehmen die erstmal. So. Das sind jetzt schon 2987. Du tickst halt nicht sauber. Die wollte ich doch auch noch haben. Na gut, schauen wir mal, was wir dir jetzt geben. Waffen. Ja, ein bisschen runter geht es, aber das wird nicht reichen. Hä? Was habe ich ihr da gerade gegeben? Schmutzige Armeeuniform. Nee, die behalte ich. Ah, nicht Mensch meiner Rüstung. Finger weg von meiner Rüstung. Wo ist er denn? Ausgerechnet mein Helm. Da krieg ich doch gleich wieder. So, das haben wir an. Das haben wir alles an. Links, rechts, links. Wo ist denn eigentlich unser rechtes Bein von. Wir haben gar kein rechtes Bein. Wenn ich irgendeine Rüstung rechtes Bein. Nee. Kein rechtes Bein mehr. Todesschützmelone haben wir. Da ist es doch, rechtes Bein. Wir haben es so nicht umbenannt. Okay. Dann kriegst du Blutpaket, Brahminfleisch, Buffout. Ja, kriegst du jetzt auch. Gibt dir jetzt alles außer den gegrillten.
Kann man das nämlich nicht bezahlen? 4 ist zu wenig. Rad X. Zuckerbomben, verstrahltes Blut, das Steak esse ich noch. Süßkorn in Stats Boy. Wie viel haben wir denn noch? 1500. Ah, das kann man da weggeben. Oh, das waren nochmal 108. Ah, hier sind Munition, die wir nicht brauchen. Guck mal. Die 10 mm brauchen wir, die 5 mm nicht. Wir haben 10, 45, 50. Raketen brauchen wir auf jeden Fall, Schrot und Zellen. Da kannst du die auch haben. Hier Gamma-Patronen. Was ist mit den Gamma-Patronen? Plasma war das andere, ne? Plasma. Wir bräuchten, wenn denn, Plasma. Hast du jetzt noch Plasma oder habe ich die schon? Impulsgranaten. 162 das Stück. Kryo. Das ist ja noch teurer. Was wollte ich haben? Plasma. Moment. Gamma-Patronen. Ne, die brauchen wir nicht. Plasma. Wenn dann Plasma, dann haben wir sie wohl schon. Okay. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das ist doch, für mich ist das ein guter Kauf jetzt. So. Ja. Dann haben wir davon auf jeden Fall schon mal wieder welche. Müssen wir eigentlich nur die Waffe besorgen. Du kannst gerne mit diesem Zeugs kommen, Cricket. Ja. Okay, diese Leuchtfackeln, so viel brauche ich doch überhaupt nicht. Ich gebe dir mal 54 Stück. Was soll ich mit den vielen Dingern? Beruf die doch sowieso nicht. Oder 74 gebe ich dir. So. Jawohl. Wie schaut es mit Rakete aus? Haben wir alle deine Raketen? Haben wir. Super. Dankeschön, Cricket. War ein gutes Geschäft für mich. Ja, das können wir so lassen. Das muss noch zu. Und dann sind wir eigentlich, müssen wir noch die Betten einstellen und den Boden müssen wir noch drauflegen, genau. Und dann sind wir erstmal fertig hier. Weil alles andere ist ja, Wasser ist ein bisschen wenig, das müssen wir nochmal machen. Darüber rücken, ja, ne? Versuche ich das mal. Es könnte eng werden. Oh, das passt aber gerade. Jo, das passt gerade darüber. Boah. So, dann ist das nämlich auf jeden Fall schon mal. Ach, da fehlt noch der Deckel. Moment. Jawohl. So. Hier gar keine großen Diskussion, oder? Ach nö, wir lassen das mal offen. Und
Der kann ein Stück hier rüber. Der kann raus. Den machen wir auch aus. Das passt gut. Jawohl. Ich glaube, wir lassen es so. Haben wir mehr Platz. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. So passt das. Dann können wir jetzt hier noch die wir haben ja außer der Werkbank haben wir ja nichts, ne? So, pass mal auf. Dann stellen wir. Passt der denn da nicht rein? Bitte. Möchte, dass der da reinpasst. Der vielleicht. Ah, der passt. Super. Jawohl, das ist doch schon mal gut. Eine Waffenwerkbank, das wäre eine Rüstungswerkbank. Die können wir doch hier hin machen. So. Dann haben wir ein Labor noch, das wir noch brauchen. Ist aber richtig rum, ne? Also das ergibt keinen Sinn für mich jetzt gerade. Da ist es doch. Ah, vielleicht waren wir zu nah an dem. Gut, dann haben wir Rüstung, Labor und Waffenwerkbank. Hier kommen jetzt noch die Betten rein. Und dann werden wir auch bald nichts mehr bauen können. Dann müssen wir erst wieder warten. Oder Waffen sammeln. Ups, schon alle? Ja, das reicht. Das sind dann 12 Betten insgesamt. Gehen wir mal hoch, mal einen Deckel drauf. Vielleicht mache ich hier. Genau, hier ist die Treppe. Ja, wir haben jetzt fast 200, also 192 Waffen. Das müsste eigentlich reichen, um solche Angriffe wie vorhin abzuwehren. Wir sollten vielleicht da unten nochmal ein, zwei dazustellen, dass sie so quer in die in die Menge reinballern. Hier ist alles gut. Jetzt stellen wir jetzt noch ein Herd dazu. Ein Herd möchte. Ne, Moment, wir brauchen ja noch eine Dingsbank. Wo packe ich die denn hin? Hier? Da liegt ja noch einer, den habe ich ja noch gar nicht gesehen.
Ja, vielleicht. Das wäre eine Idee, das machen wir. Und ich muss aber erstmal den Boden hier vervollständigen. So und ja, so. Ja, oder so, ne? So ist vielleicht ganz gut. Dann würden wir hier ankommen und würden sofort sehen, ob jemand da ist. Passt. Wir müssen auch noch die Antenne aufstellen. Das dürfen wir nicht vergessen. Genau. Hier können wir denn ankommen. Ich würde das trotzdem gerne zuhaben, dass wir nicht sofort im vollen Bereich stehen. Glas vor. Wie schaut's aus? Habt ihr Platz genug da? So schon, ne? So, passt das doch. Sieht doch gut aus. Hey. Genau, wie wir es brauchen. Ja, hier noch eine hin, oder... Nee, das wird nicht funktionieren, ne? Doch. Hey, cool. Ist hier oben alles zu? Nee, da ist nicht zu. So. Hier brauchen wir das nicht machen. Das ist nicht notwendig. Hier steht auch, Moment. Ah, doch, das könnten wir mal versuchen. Ah, da gehen die ersten Leute hoch. Ja. Genau, so, jetzt haben wir doch einen richtig gut geschützten Bereich für uns. Diese Waffe stelle ich jetzt einfach mal hier so hin. Zack. Ja, hier eine. Wir brauchen hier unten noch Waffen, die einfach loslegen, wenn es losgeht. Hey. Moment, die brauchen kein Dings mehr. Das haben wir alles oben. So, jetzt mal mit den Toten schmeißen wir ins Wasser. Hops, weg damit. Na? Ah, ich will nicht aussteigen, verflixt nochmal. Blöde Aussteigerei. Kannst du deinem Kumpel. So, den lassen wir als Warnung liegen hier. Das müsste gut gehen, so.
Da ist richtig Feuerkraft drin und du stehst nicht richtig. Das ist genug Feuerkraft, um die auf um sowas zusammenzuschießen. Und selbst wenn die bis hier in den Hof kommen, werden sie von dort zusammengeschossen. Das müsste völlig ausreichend sein. Ich stelle zur Sicherheit nochmal zwei Stück dorthin. Aber das müsste funktionieren. Die dürften hier gar nicht durchkommen. Hier stellen wir nochmal eine mit dazu. Oder eine nur, das müsste eigentlich auch schon reichen, ne? Dass wir hier nochmal eine haben. Oder Moment, da lieber. Dann haben wir genau 200 Schutz. Wie ist die denn da hingekommen? Die muss da runtergesprungen sein, ne? Die wird schon irgendwie verschwinden an der Stelle. Die Antenne fehlt noch. So, die stelle ich jetzt hier oben hin. Kleinen Knatterton. Oh, Moment, den könnten wir doch auch hier hinstellen. Hätten wir zur Not auch etwas Strom für unten, ne? Vielleicht so. Oder so? Ach, lass doch nicht da hinten stehen. Das könnte immer noch wieder umleiten. Okay, Moment. Jawohl. Wir haben den Level 39 erreicht. Oh, wir können endlich unsere Dinger vergeben. Super. Ob wir hier noch was brauchen? Hier brauchen wir keine Waffen mehr. Der geheime Eingang. Ja, das ist gut so. So können wir das lassen. Die haben auch ihr Platz. Ja. Und ich hoffe, wir landen nicht wieder in so einer Gruppe von Bösewichten. Bei euch so stehen. Da oben sind auch schon wieder Leute. Tatsächlich. Oh, waren wir da noch nicht? Naja, können wir immer noch machen. Läuft jetzt nicht davon. Prima. Prima, prima, prima. So gefällt mir das. Wir haben kein Wettergeschoss aufgestellt. Wir gehen jetzt, Ada und ich, wir gehen jetzt aber nach Hause.
Oh, wir haben 4 Level up. Das mache ich nochmal eben. Also, wir haben ja jetzt 39, ne? Das heißt, wir können den machen. Den können wir leider noch nicht. Aber wir machen den. Dann machen wir sofort den. Moment. Dann haben wir die beiden auf jeden Fall. Hacker könnten wir machen. Wir könnten auch den Schmied noch machen. Und... okay, hier nochmal, aber wie viel haben wir denn überhaupt noch? Einen haben wir noch, ne? Was ist mit dem Arzt? Apotheker, die kämpfst du, so konsumierst, halten jetzt doppelt so lange. Ah, den müssen wir noch haben. Anforderung nicht erfüllt. Was fehlt denn? Oh, Intelligenz erhöhen. Gut, das machen wir. Ja, da müssen wir nur einen haben. Dann. Gut. Ja, super. Wollen wir mal einen Angriff provozieren? Mal sehen, ob das funktioniert. Wir haben die Seite gar nicht abgesichert, fällt mir gerade ein. In die Richtung haben wir, aber wir haben gar nicht nach außen hin. Hier müssen wir noch was hin tun. Was ist, wenn die hier auf die komischen Gedanken kommt? Damit haben wir auf jeden Fall auch die Richtung abgesichert. Die Waffe geht auf jeden Fall mit in die Richtung. Ja, das wird funktionieren. Super. Betten haben wir auch drin. Wunderbar. Ich gerade, ob wir hier da eine hinstellen. Ja, wäre nicht schlecht. So, hier kommt auch noch eine. Gut. Das hier will ich mal zumachen. Jo, passt. Habe ich denn den Herd noch aufgebaut? Ich wollte einen Herd aufbauen, ne? Den Herd. Hier können wir einen Herd hinstellen. Und da können wir noch ein bisschen zum Sitzen tun. So, das müsste eigentlich ausreichend sein. Die ist so schief, die Reihe. Das mag ich ja überhaupt nicht. Ja, komm. Schön gerade, ja? So ist gut. Oh, scheint gut zu sein.
Wie viel haben wir denn davon? Das sind 2, 4, 6. 6 mal 2 sind 12. Also genug Platz für ein paar Leute. Betten müssen wir mal gucken, wie wir das später machen. Vielleicht bauen wir einfach noch was oben drauf. Ja, bietet sich an. Okay. Ich werde mir jetzt selber ein Bett suchen und werde erstmal eine Runde pennen. Oh, das ist ja belegt. Nee, das ist nicht belegt. So. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und ich glaube, wir müssen uns da morgen nochmal drum kümmern. Ja. Und bitte vergesst den Daumen nicht. Ja, macht einen Daumen hoch, bitte. Würde mich sehr freuen. Ist einfach motivierend, sagen wir mal so. Also, bis dann. Tschüss.